So, jetzt kommen wir zu dem Thema Impulskontrolle. Und wichtig ist dabei, dass wir die erste Übung im Sitzen machen. Gerade Position, Knie 90 Grad Winkel und wir arbeiten mit unseren Händen. Das bedeutet, Futter ist in der linken und in der rechten Hand. Wir legen die Hände auf die Knie, bleiben gerade und öffnen bei der ersten Übung eine Hand. Geht der Hund an diese Hand dran, weil er das Leckerli möchte, kommt das Kommando Schluss und die Hand schließt wieder. Wichtig bei dieser Übung ist ganz einfach, dass das Wort erst kommt und dann die Bewegung. Also, ich öffne die Hand, der Hund geht hin, ich sage Schluss und die Hand geht zu. Und in dem Moment geht die Hand wieder auf, da der Reiz ja bleiben soll. Der Hund soll lernen, bei diesem Schluss mich anzuschauen. Wenn er dieses tut, kommt als positive Verstärkung die andere Hand, die wird nämlich aufgemacht und daraus kann er das Leckerli bekommen.